Hallo, hallo, hallo. Hi. Freue mich sehr. Hallo, Nina, ja, und Katja. Ich auch. Hallo. Hey. Vielen Dank für die Zeit. Na, gerne, gerne. Helene Fischer, Sie singen heute Abend eine Art Best-of Ihrer größten Hits. Mhm. Wie ist das, wenn man so die eigenen Lieder immer wieder und wieder und wieder singt? Was passiert da in einem drin? Oh, das sind immer gute Gefühle. Also ich muss sagen, ich werde es auch nicht müde, meine Songs zu singen, tatsächlich. Also ich werde immer wieder gefragt, wie ist das denn? Kann man seine eigenen Songs noch hören? Ja. Sobald das Publikum da ist und ich für die Menschen singe, ist es wirklich, da gibt mir das Herz wirklich auf. Wir beschäftigen uns mit Retro und mit Retro-Gefühlen in unserer Sendung. Fühlen Sie sich selbst manchmal auch ein bisschen Retro? Merken Sie irgendwo, aha, da habe ich auch so Retro-Gefühle, diese Lust nach der Nostalgie auch? Ja, naja, es wäre schade, wenn die traditionellen Dinge oder gerade etwas, was so lang sich bewährt hat, wenn das irgendwann in Vergessenheit gerät. Also natürlich merkt man ja auch alle Generationen, die jetzt nachkommen, das ist ja einfach, die wachsen ja ganz anders auf. Das Thema Handy, ne? Wir sind alle, ich meine, ich schließe mich da auch mit ein, wir können uns das nicht mehr vorstellen ohne Handy, aber es war schon auch schön, wo man einfach mal rausgegangen ist zum Spielen oder hat beim Nachbarn geklingelt oder so, einfach diese nicht ständige Art und Weise erreichbar zu sein. Und was interessant ist, es kommt alles immer wieder, also die Mode irgendwie der 90er, ich bin 1984 geboren. Ja. Genau, ja. Gleicher Jahrgang. Ja. Also das, was wir als Jugendliche getragen haben, kommt wieder, genau. Und auch zum Beispiel in der Musik kommen die Sachen ja auch wieder. Spüren Sie das auch, dass Sie schon denken, habe ich alles schon mal gemacht, alles schon mal gedacht? So. Ja, man bedient sich jetzt sehr, sehr gerne tatsächlich an Sounds der 90er, jetzt auch schon eine Zeit lang. Ne? Und in der Tat, es kommt alles wieder, immer mit einem neuen, moderneren Twist, aber was sehr schön ist, also gerade, wenn jetzt... Das ist nicht das Gleiche, sondern Retro meint für Sie auch so ein bisschen wie eine moderne Version von... Ja, so eine Weiterentwicklung, sage ich jetzt mal. Aber es ist schön, dass die Kids zumindest jetzt dann denken, oh, das ist total hip und cool, dabei haben wir das auch schon in unserer Jugend gehört. Ne? So. Ja. Sie bewegen sich ja ganz routiniert und auch ziemlich häufig so in diesen Kulissen, hinter den Shows, hinter den großen TV-Shows. Die haben jetzt so ein Revival, alles total beliebt, irgendwie Wetten, das eben Benissimo und so. Was denken Sie, Helene Fischer, warum funktioniert das noch immer so gut? Oder auch wieder das, so gut? Ja, das ist ja halt einfach zeitlos. Und ich denke, wenn man es schafft, die ganze Familie vor den Fernseher zu holen, sodass sich groß und klein irgendwie angesprochen fühlen, dass man dieses Gefühl hat, einen ganz besonderen Abend miteinander zu erleben, so bin ich auch groß geworden. Also ich spreche jetzt von Wetten, dass. Also das war für uns... Pflichttermin, oder? Ja, absolut. Ja. Da saß die ganze Familie vorm Fernseher, da hat man sich was Besonderes zu essen gemacht. Und das ist einfach ein Happening, was man gemeinsam feiert. Und ich denke mal, das ist bei euch hier das Gleiche wie mit Benissimo. Und denken Sie denn auch, dass es was zu tun hat mit einer Art Nostalgie nach einer Zeit, wo es vielleicht vermeintlich einfacher war, dass man so wie eine Pause macht vom komplexen Jetzt? Ja, definitiv. Man möchte, glaube ich, heutzutage immer öfter gerne mal auf Pause drücken. Und das ist ein guter Moment, zum Beispiel heute Abend dann einfach die Seele so ein bisschen baumeln zu lassen. Super, ich danke ganz herzlich für die Zeit. Es hat mich sehr gefreut. Ich auch, danke. Alles Gute, bis bald. Danke, ich hoffe. Helene Fischer, danke. Danke. Ja, und wir gehen einen Schritt weiter auf unserer Retro-Reise. Wir fragen uns, woher eigentlich kommt diese große Lust nach dem Gestern? Nicht nur in der Musik und bei den TV-Shows, sondern zum Beispiel